So Leute, willkommen zurück zu Fußball Manager 17. In der letzten Folge haben wir 3:0 gegen Frankfurt gewonnen. Es tut mir leid, Marlon und Nico. Wenn ihr die Folge gesehen habt, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir müssen das natürlich mitnehmen. Oder wir werden das mitnehmen, weil wir müssen gucken, dass wir hier Punkte einfahren. Die Mannschaft ist sensationell gut drauf. Dupont ist mittlerweile auf einer 79, verbessert sich stetig. Hat schon einen Marktwert von 32 Millionen. Wird demnächst, denke ich, dann auch nach mehr Geld schreien. Soll uns aber nicht großartig interessieren, weil wir haben Reserven noch en masse. Heute geht's ran gegen Manchester City in der letzten Folge dieser Woche. Und ich bin sehr, sehr gehypt, weil das ist ein Champions-League-Spiel auf allerhöchstem Niveau gegen Manchester City. Und da können wir ganz gut sehen, wo wir denn stehen momentan. Dass wir eine gefährliche Mannschaft sind, wir spielen sogar heim. Dass wir eine sehr gefährliche Mannschaft sind, das haben wir schon öfter gezeigt. Und wir haben sehr, sehr viele Leute, die stärker geworden sind gerade. Ja, und die Fitness sieht auch wieder ganz okay aus. Wir werden aber trotzdem ein bisschen rotieren in der Mannschaft. Wir haben auch noch einen neuen Sponsor. Oh, Namensrechte können wir vergeben. Da kann sich dann aber unser Co-Trainer drum kümmern. Ich muss mir gerade mal den Ticker aufrufen. Denn, Leute, während der Aufnahme läuft gerade Köln gegen RB Leipzig. Und Pizarro ist schon auf der Bank und Leipzig spielt ohne Werner. Alles klar, gut. Also Pizarro auch schon auf der Bank. Nice. Übel geile Verpflichtung, wie ich finde. Aber wir kümmern uns jetzt gerade erstmal hier drum. Wir haben auch in der Teamdynamik, können wir auch nochmal mit den Leuten reden. Ja, Torres kann sich mal um Peter kümmern. Das wollte ich sowieso mal gucken, dass wir diese ganzen Sprachbarrieren mal beseitigt bekommen, die wir in der Mannschaft haben. Mirino möchte fair bezahlt werden. Kriegst du denn nicht schon genug Geld? Ich finde jetzt 5 Millionen ist nicht so wenig, Mirino. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und wir können... Warum haben wir Hector noch nicht gesagt, dass er stärker werden soll? Rede mal mit Dominik Heinz. Nee, da sehe ich keinen Anlass für. Er ist ja einfach nur verletzt momentan und deswegen ein bisschen mad. Und übrigens, guckt euch mal unsere Teamdynamik an. Die ist ja mal absolut krass. Möchte eine Saison ohne wesentliche Verletzungen spielen und möchte wieder sich verbessern. Okay, das kannst du tun von mir aus. Sogar sehr gerne. Und Himmelmann hat auch gut trainiert. Also momentan trainieren in der Mannschaft echt alle sehr gut. Ja, ich bin sehr zufrieden. Sichtlich zufrieden. Gießen ist stärker geworden, Trautmann ist stärker geworden, Eichhorn, Sonnenberg, Hilbert sind alle stärker geworden. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Wird der zweiten Mannschaft auch nochmal um einiges weiterhelfen. Ja, wir organisieren hier nochmal gegen die Kickers Offenbach ein Freundschaftsspiel für die zweite Mannschaft. Ja, damit die sich schön in Form schießen oder schön Spielpraxis sammeln. Die sind einfach immer noch Dritter. Ich will eigentlich gar nicht, dass unsere zweite Mannschaft so weit oben ist, weil ich keiner Mannschaft den Aufstieg versauen möchte und unsere Mannschaft kann ja eh nicht aufsteigen. Ja, ich will eigentlich gar nicht, aber ich will auch nicht absichtlich schwächere Leute spielen lassen. Also, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen schlechter spielen mit der zweiten Mannschaft, weil ich möchte echt keiner Mannschaft den Aufstiegsplatz ruinieren, weil ich das echt schade finde. Aber wir können halt nichts dafür, dass unsere zweite Mannschaft oder dass unsere Jugend so übermäßig stark ist, ne? Auf der anderen Seite. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum Pressa kein Spielerbild hat. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt, weil ich ja einen neuen Prozessor und neuen RAM habe. Habe ich einfach mal gemacht, zur Vorsicht. Ich werde eure Spielerbilder wieder einfügen. Ja, kein Problem, mache ich. Habe ich nur voll nicht dran gedacht jetzt vor der Folge oder vor der Aufnahmesession. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns gerade einfach mal unsere Mannschaft an. Kovalenko, dafür spielt auf jeden Fall Oliver Torres. Ja, der ist frisch. Pulisic, dafür spielt IB. Und Selke spielt auf jeden Fall. Da muss er jetzt durch. Kugelschreiber weggeworfen. Kovalenko nehmen wir auch mit auf die Bank. Ne, wir nehmen, würde ich sagen, wir nehmen Golovin mit auf die Bank. Hector spielt, Weiser spielt, Jedwai spielt. Also die Mannschaft ist sehr müde, aber ich will natürlich mit einer starken Aufstellung rangehen jetzt gegen City.
um da nichts zu riskieren, ja, weil Champions League ist jetzt auch, wir müssen da jetzt ranklotzen, ich will in der Champions League weiterkommen, ja, und das ist ja, glaube ich, auch sogar unser Ziel diese Saison. Ich weiß gar nicht genau, meine Karriere, Sprache lernen, Vertrag, aktueller Vertrag. Diese Saisonziele, internationaler Wettbewerb, Viertelfinale und Achtelfinale Champions League. Also weiterkommen sollen wir auf jeden Fall. Ja, das ist oberste Prämisse dieses Jahr. Und internationaler Wettbewerb wird für uns, denke ich, drinne sein diese Saison. Also ich hoffe, dass das für uns drinne ist diese Saison. Gut, Leute, Bankguthaben haben wir übrigens, sehe ich gerade, 5 Millionen. Also wir machen hier ordentlich Cash mit Köln. Wir können hier nochmal ordentlich rein investieren. Ja. Und ihr seht, das wächst langsam. Ja. Und ihr seht, das wächst langsam. Wir haben schon 23% Gewinn damit gemacht. Und was ich euch nämlich sagen kann, das ist mir nämlich auch noch eingefallen, was ich nämlich ganz gerne nochmal machen wollte. Wenn ihr länger spielt im Fußballmanager, also wirklich plant, so 50 Saisons zu spielen oder so, dann würde ich euch raten, ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, investiert in diese dynamischen Aktienfonds, denn irgendwann, ihr seht, wir können die jetzt gerade kaufen für 685 das Stück. Und irgendwann macht das so einen Sprung, dass diese Aktien, dass wir die auf einmal für 15.000, 16.000 bis 20.000 pro Stück verkaufen können. Dann haben diese Aktien auf einmal einen Wert von ein paar Milliarden. Und dann könnt ihr erstmal ordentlich einen Larry schieben oder euch einen Verein kaufen oder so. Das mache ich ganz gerne. Dass ich irgendwann sage, oder einen eigenen Verein gründen. Das mache ich nämlich auch ganz gerne irgendwann dann mal, wenn ich unnormal viel Kohle habe. Gründe ich einfach einen eigenen Verein, pumpe ordentlich Geld rein und versuche mir was eigenes Schönes aufzubauen. Aber nicht unrealistisch, weil das Geld ist ja dann über Jahre verdient worden. Das finde ich eigentlich immer so eine ganz coole Sache, ne? Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, investiert in diese dynamischen Aktienfonds. Weil man könnte das Ganze auch abkürzen, indem man mit einem Geldsheet spielt, den ich nicht drin habe gerade. Nein, den habe ich nicht drin, den habe ich ab und zu mal drin gehabt. Aber wer spielt denn schon mit Geldsheet? Ja. gut, Leute, ich würde sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen Manchester City. Ja, machen wir heute. Übrigens, die Jugend wird immer noch beobachtet. Ja, aus den, wir können da, werde ich offscreen mal machen, denke ich. Dass ich mir mal die ganzen Jugendmannschaften angucke, wenn die weiter gescoutet sind in der Liga. Und dann mal vielleicht versuche, ein paar abzuwerben in unsere Jugendmannschaft. In die B-Jugend vorzugsweise. Dass wir da dann noch ein bisschen talentiertere Leute bekommen. So, ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel gegen Manchester City. Ich bin schon ganz heiß. Und ja, wir gucken, wie wir heute spielen werden. Ja, ist ein sehr schweres Spiel, das wir haben gegen City. Sind momentan nicht ganz so gut unterwegs, die guten Leute aus Manchester. Mit Oblak, De Bruyne haben sie auf jeden Fall sehr, sehr starke Leute. Aber sie sind nur Platz 8 in der Liga. Spielen auch echt nicht gut. Wir werden sehen, wie das Spiel läuft. Also von der Moral her und von der Saison bis jetzt müssten wir sie ja eigentlich locker weghauen. Ich meine, wir haben schon ewig nicht mehr verloren in der Liga. Mal sehen, ich bin gespannt. Bis gleich. So, Leute, willkommen zum nächsten Spiel der Champions League Gruppenphase. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich wirklich aufnehme. Ich nehme auf. Und ja, wir spielen heute richtig geiles Spiel gegen Manchester City in der Champions League. Wir spielen heim vor heimischem Publikum. Gündogan schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Flanke bisschen zu weit, Wanyama und Depor sichern lediglich noch ab. Der Ball landet ohne weitere Berührung im Tor aus. Ja, wir spielen mit einer sehr, sehr starken Truppe, wie ich finde, gegen eine ebenfalls sehr, sehr starke Truppe. City mit dem Trainer Pep Guardiola. Ne, nicht Pep Guardiola. Guardiola Isala ist der Trainer. Okay. Ist, glaube ich, nicht Pep Guardiola, oder? Also, ist ein anderer Trainer auf jeden Fall. Eieiei, also City hier mit den ersten guten Möglichkeiten. Pastore eben flankt in den Strafraum. Baumann packt sich dazu. Jetzt war Koric mal da.
Und Gündogan sieht jetzt erstmal gelb wegen einem harten Einsteigen an Torres. Und Baumann ist eben unter der Hereingabe hindurchgeflogen. Also das war nicht so stark. Klares Foul von Mitchell Weiser im Strafraum. Es gibt Elfmeter und gelb für Mitchell Weiser. Elfmeter für City. Eieiei. Kommt schon. Wir können nix. Aguero kann nix. Läuft an. Baumann hält! Elfmeter-Killer. Geiler Boy. Geiler Boy, dieser Baumann. Boah. Javier Pastore muss raus. Schade, schade. Oberschenkelzerrung. Gute Besserung an Pastore auf jeden Fall. Das ist bitter. Jetzt kommt aber Ivan Perisic rein. Der spielt bei City? Okay. Der spielt bei City? Gut, nehmen wir so mit. Garnacho versucht im Zweikampf Otamendi einen Elfmeter zu schinden, aber kriegt gelbe Karte wegen der Schwalbe. Garnacho. Auf sowas greifen wir hier nicht zurück. Das gibt erstmal Straftraining mit Medizinball. Und guckt euch mal bitte die Noten unserer Offensive an. Also da geht momentan echt nicht viel. Schöner Konter über mehrere Stationen. Letztendlich bedient Selke einen mitgelaufenen Hector. Dessen Schuss aufs kurze Eck wehrt Oblak aber zur Ecke ab. Also da war schon mal so die erste Möglichkeit und wir müssen in der Offensive ein bisschen mehr aus uns rauskommen, wie ich finde. Also hier so 0:0 oder so ist nicht so das Gelbe vom Ei. Okay, Baumanns Abstöße sind mal wieder scheiße. Danke, Ticker. Ist okay, dass du mir das immer wieder sagst. Ja. Was passiert jetzt? Hektik, Selke, war der Ball über der Linie. Assistent wird konsoliert. Der war nicht im Tor. Sagt der Assistent, Entscheidung war korrekt. Alles klar. Gut. Wir wollen ja hier nicht unfair gewinnen, ne? Otamendi verliert bei der Vorwärtsbewegung die Kugel. Dadachov, der dringt in den Strafraum ein. Zieht sofort ab, aber knapp übers Tor drüber. Schade, schade. Aber er versucht's, ja? Wir sind stärker in der Partie jetzt drinne. City ist sehr stark gestartet, aber wir wursten uns immer mehr rein. Torres bringt den auf Dadachov jetzt gerade mal, aber der schießt in die Wolken. Eieiei. Aber Torres macht ein starkes Spiel. Wir merken wieder, wie wichtig er ist. Gerade gegen so starke Gegner wie Manchester City ist Torres immer wieder eine Führungsperson. Dupont steuert auf dem linken Flügel mit dem Ball aufs Tor zu 13 Meter. Zieht er einfach mal ab. Glücklicher Aufsetzer. Aber die haben natürlich mit Oblak einen so erfahrenen und starken Keeper im Tor. Der fast sogar Baumann das Wasser reichen kann. Oliver Torres spielt im Halbfeld. Erstmal auf Dadachov. Der steht minimal im Abseits. Selke muss nur noch einschieben. 1:0 für uns. Davy Selke zeigt, was er für ein starker Mann ist, den wir da vorne drin haben. Und wir sind hier zur Halbzeit 1:0 vorne gegen Manchester City. Was zur Hölle? Also das wäre echt überstark, wenn wir das so mitnehmen würden. Dann hätten wir 7 Punkte. Freistoß von De Bruyne. Da müssen wir aufpassen. Wir haben auch schon wieder 3 gelbe Karten. Baumann lässt den Freistoß abprallen. Nachschuss Aguero, aber zu unplatziert. Baumann angelt sich das Leder wieder. Eieiei. Also wenn er einen Fehler macht, dann bügelt er den direkt wieder aus. Baumann ist einfach der Shit. Ja, Baumann ist einfach der Shit. 2 Minuten werden drangehängt. Extrem hartes Einsteigen von Sterling gegen Weiser. Gibt die gelbe Karte über Rot. Hätte er sich nicht beschweren dürfen. Ja, und wir haben auch schon wieder 3 gelbe Karten, was mich gar nicht freut. Aber wir machen eine sehr, sehr starke Partie in der ersten Halbzeit. Wir haben schwach gestartet, wie ich finde. Oder was heißt schwach? Schwer. Wir haben uns schwer getan am Anfang der ersten Halbzeit. Haben uns aber immer weiter reingefuchst. Wanyama und Yildiz, beide mit einer 1, haben da hinten alles freigehalten, was man freihalten konnte. Auch Torres zeigt wieder, dass er in der Offensive ein ultra wichtiger Mann ist. Wir sind allerdings ziemlich müde. Ja, aber dieses Spiel ist so wichtig, dass ich einfach keine Experimente wagen wollte. Jeder ist konzentriert. In der Mannschaft weiß, dass das schwer wird heute. Also gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Und mein Schluck auf fuckt mich ja gar nicht ab. Aber egal. Gut, wir gehen weiter in die zweite Halbzeit. Schauen, dass wir hier schön nochmal als Sieger von Platz gehen. Nochmal eine Möglichkeit jetzt. Ecke von Mitchell Weiser. Zweite in diesem Spiel. Eckball landet aber genau bei Oblak.
leichte Beute für ihn. Keine Probleme für Manchester City, die jetzt gerade auch nochmal einen Angriff über linke Seite durch Sterling führen. Der flankt auf Coric, der kann den Ball nicht kontrollieren. Baumann geht dazwischen. Guter Mann. Sehr, sehr stark. Freut mich, dass das so gut funktioniert. Wir lassen unsere Leute auf der Bank mal aufwärmen, wie wir es einfach immer machen. Relativ klares Foul von Kompany an Selke im Strafraum. Es gibt Elfmeter für uns. Komm. Komm, Selke. Ich glaube, Selke schießt. Oder Selke sollte schießen. Mach das 2:0, bitte. Mach das 2:0. Und mal, gib uns hier einen kleinen Puffer. Bitte. Elfmeter. Osman Dembele legt sich den Ball zurecht. Tor. Nicht Selke, aber Dembele. Sehr geil. Jawohl. Dembele, unser Elfmeterschütze. Stadion ist übrigens ausverkauft. 2:0 sind wir hier vorne durch einen Elfmeter. Sehr geil. Ultra fett. Klare Abseitsstellung von Sterling. Gündogan setzt sich schön durch. Pass ist ein Tick zu spät. Ich wollte schon sagen, jetzt macht hier nicht das 2:1. Nice. Schneller Angriff von uns nochmal. Dembele ist zunächst vorbei an Gaia. Versucht den Ball auf Dadachov zu bringen. Das misslingt aber völlig. Schade. Schade, schade. Er sollte ja eigentlich mehr draus machen. Wir gucken jetzt mal, dass wir wechseln. Wir wechseln mal Dadachov aus. Dafür kommt Eggestein rein. Oh, und es gibt die gelb-rote Karte, glaube ich. Es gibt die gelb-rote Karte für Mitchell Weiser. Nein! Nein! Ich wollte ihn gerade auswechseln. Oh nein! Jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir gucken. Jetzt habe ich gerade Eggestein eingewechselt, ne? Jetzt habe ich gerade Eggestein angewechselt. Scheiße, ist das schon durch? Ist er schon drinne? Nein, er ist noch nicht drinne. Der Wechsel war noch nicht durch. Das heißt, wir wechseln Dadachov aus und bringen dafür Stenzel rein. Er geht dann auf rechts, dass Selke alleine vorne ist und wir mit der Viererkette hinten dicht stehen. Eieiei, ey, jetzt spielen wir in Unterzahl. Und jetzt heißt es Konzentration, Leute. Oliver Torres spielt mustergültig auf Selke. Der spielt ihn aber oder schießt auf die Tribüne. Jetzt wird's eng, Leute. Jetzt wird's richtig eng hier. Wir werden hier jetzt auch nochmal den Wechsel machen. Wir bringen Merino rein. Der schon eine 82 jetzt hat auf Defensivmittelfeld. So, bringen wir nochmal, unterbinden wir hier nochmal die nächste gelbe Karte. Oh, da fängt sich Mitchell Weiser die gelb-rote Karte. Unglücklich. Bonucci kommt rein für Kompany. Also hier wird auch defensiv gewechselt. Bei City. Die Fans des 1. FC Köln singen die Vereinshymne. Baumann lauscht gespannt, haben dafür keine Zeit. Ja, die anderen haben keine Zeit dafür, aber Baumann hat momentan wenig zu tun irgendwie. Torres mit einem Schussversuch aus 30 Metern. Otamendi kann ihn erfolgreich abblocken, aber hat ordentlich Schmerzen. Der Argentinier. Und wir machen immer noch das Spiel, obwohl wir in Unterzahl sind. Merino mit einem millimetergenauen Pass. Millimetergenauen Pass in den Laufweg von Dembele, der die kurze Ecke anvisiert, nicht mit Oblak, der ist zur Stelle, sichert den Ball. 2 Minuten werden draufgelegt. Und auch Stenzel macht ein ultra gutes Spiel jetzt nochmal. Stoßpfiff. Nice. Wir haben gewonnen 2:0 gegen Manchester City, bleiben auch in der Champions League bis jetzt ungeschlagen. Und sind auch Erster und haben auch in der Champions League erst ein Tor kassiert. Echt krass. Also wir sind sehr gut unterwegs, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen in den Nachbericht. Schauen uns das Ganze nochmal im Detail an. Stenzel heute reingekommen für Mitchell Weiser. Hat ein ultra gutes Spiel gemacht, der Jung. Na, hat jetzt auch gerade eine 80 durch seine Form und seine Moral. Oha. Oha. Gut, wir haben 2 Tore gemacht heute. Elfmetertor von Dembele und ein Tor von Selke. Wir waren die viel bessere Mannschaft heute wieder. 61% Ballbesitz. Wanyama, Spieler des Tages. 10:2, 3 Chancen. Also wir sind momentan
ultra on fire und ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber es ist halt einfach die Sache, wir haben uns nochmal übel verstärkt in dieser Saison. Das Team ist nochmal enger zusammengerückt. Wir haben uns von sehr vielen Spielern getrennt. Wir haben die nächsten Schritte gemacht und das zeigt Früchte. Und sehr, sehr geil finde ich das. Sehr, sehr geil. Wenn wir uns überlegen, dass wir in der letzten Saison ähnliche Gegner hatten in der Champions League und uns da nicht durchsetzen konnten und dieses Jahr sind wir nach 3 Spielen immer noch ohne Niederlage. Das ist sehr, sehr stark, wie ich finde. Das ist ultra stark. Da bleibt meine Stimme weg. Was ist denn heute los? Leroy Sané ist wieder fit und nächstes Spiel gegen die Hertha. Nächstes Spiel gegen die Hertha. Und wir sind fit. Wir sind fit und frisch. Nice. Nice. Das finde ich echt geil. Also unsere Trainerteam arbeitet momentan echt sehr, sehr krass. Wir haben jetzt das Spiel gegen die Hertha. Danach haben wir Pokal gegen Schalke und danach spielen wir gegen Dortmund. Also wir haben jetzt nochmal und danach wieder gegen City. Also wir haben jetzt nochmal und danach wieder gegen Schalke. Eieiei. Also jetzt haben wir gerade nochmal so die nächste Woche. Da haben wir ein Spiel gegen Montag, Dienstag, Mittwoch Dortmund, Donnerstag City und Freitag Schalke. Also wir haben in der nächsten Woche, also da kann man sich, glaube ich, auf einiges freuen, weil wir haben echte Spitzenspiele nochmal. Es gilt, im Pokal weiterzukommen. Es gilt, gegen Dortmund sich durchzusetzen. Es gilt, sich nochmal gegen City zu behaupten und dann nochmal in der Liga gegen Schalke. Also das wird eine echt Hammer-Woche. Also die nächste Woche wird echt Hammer. Ja, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Ich habe auch schon wieder richtig Bock, jetzt am Sonntag aufzunehmen. Also von mir aus gesehen jetzt genau in einer Woche. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war cool für euch. Und ich bin momentan ultra gehypt auf die Köln-Karriere. Also ich finde, es geht steil bergauf mit uns. Wir setzen uns diese Saison so krass durch. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. 34 Spieltage gilt es, das jetzt durchzuhalten. Und ich glaube, das wird extrem schwer für die Mannschaft, das jetzt so lange durchzuhalten. Aber wir nehmen das natürlich mit, solange wir können. Und ja, wir versuchen natürlich in der Champions League so weit zu kommen wie möglich. Versuchen unsere Sponsoren mal ein bisschen hoch zu bekommen, weil 4 bei Sponsoren ist scheiße. Wir könnten so viel mehr Geld bekommen durch die Sponsoren. Wir bekommen gerade mal 20 Millionen momentan durch Sponsoren. Das ist Billo für einen Verein wie uns. Ja, wir bekommen auch in 2 Jahren einen neuen Sponsor. Und dann wird erstmal ordentlich Kohle fließen. Ich hoffe, wir bekommen hier bald nochmal ein paar mehr Sponsoren, die dann auch ein bisschen mehr Geld in den Verein reinbringen. Obwohl wir uns ja eigentlich nicht beschweren dürfen, ja. Also wir haben trotz weniger Sponsoren, haben wir echt viel Kohle im Verein. Da halt auch aus dem Grund, dass wir extrem gut wirtschaften, ne? Ich meine, guckt euch die Transfers an, wir haben wieder nur 3 Millionen ausgegeben diese Saison. Wir haben so viele Leute verkauft und wir können in der nächsten Folge am Montag können wir auch nochmal so eine kleine Übersicht machen, wo wir uns die Leute angucken, die wir verkauft haben, würde ich sagen, wie die denn gerade spielen, was die gerade für Saison spielen. Und ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, macht euch ein schönes Wochenende. Vielleicht kommt der ein oder andere Stream. Wie gesagt, ich werde jeden Stream jetzt auf YouTube ankündigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, vorbeizugucken, guckt gerne vorbei. Es wird, denke ich, viel FIFA geben in der nächsten Zeit. Oder anderes. Ja, vielleicht zocke ich auch mal Fallout. Das lädt übrigens gerade runter. Fallout 4. Ich würde sagen, gehabt euch wohl, macht euch ein schönes Wochenende. Haut da rein. Ciao.